Warum es keine Antwort auf das Warum geben darf. Machen Sie die Probe aufs Gegenteil. Kommen Sie in den Zustand der Vergegenwärtigung Ihres essentiellen Seins. Erinnern Sie sich wieder an jene Nacktheit und Bloßheit des Ausgesetztwerdens in das Äußerliche, in das Hinausgeworfene, in den Raum, den rumorenden Raum. Und jetzt würden Sie erkennen oder wissen oder denken, dass das ewig so weiterginge, dass es keine Limitationsgrenze, kein Abrechnungsdatum, kein Verfallsdatum, kein allzu spät als endgültiges gäbe, sondern es ginge immer so weiter in dieser funktionierenden Genießensfunktion ihrer geformten, obgleich amorphen Substanz an mehr oder weniger unförmiger Formgestaltung, mehr oder weniger perfekter, aber skurriler Proportionierungen, entsprechend den neu erworbenen Funktionstentakeln. Wenn es ein Open End, kein Ende gibt, kein Abschluss, kein Terminationsdatum bei Ankunft des Terminators, dann würden Sie niemals sich hinhocken und sagen, jetzt muss ich das Existenzrätsel schnell nochmal begreifen, zusammenfassen, niederschreiben, dieses Rätsel, warum es da keine Antwort auf das Warum geben soll und darf, bevor es zu spät dafür ist. Sie würden überhaupt nichts an Anstrengung unternehmen, weil es keine Notwendigkeit, keine Not gäbe, dass nicht auf morgen verschoben werden könnte. Heute, heute, nur nicht morgen, sagen alle dummen Sorgen. Morgen, morgen, so schleppt es sich müde dahin, von Tag zu Tag zum letzten Ort, gemäß der Ordnung des Zeit, der Ordnung der Zeit, von Schuld und Sühne des Anaximanders,